Dann sagt er, die Nützliche, ja, also dass sie ihren Ehemann unterstützt, wie zum Beispiel wer? Khadija radiallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sie so gelobt, selbst nach ihrem Tode. Und er sagte, sie hat an mich geglaubt, als die anderen mich geleugnet haben. Sie hat mich mit ihrem Geld unterstützt, als mir die anderen nichts geben wollten. Also diese Unterstützung, Nützlichkeit, dass du deinem Ehemann beistehst. Und wenn sie etwas getan hat, was schlecht war, also sie hat vielleicht etwas gesagt, etwas getan hat, was nicht gut war, oder der Mann hat etwas getan, in beiden Fällen soll sie was machen? In beiden Fällen soll sie ihn trösten und ihm die Liebe bekunden. Diese Aussage bei Allah, ich kann nicht schlafen, wenn du zornig bist. Das ist doch eine Form der Liebe, nicht der Unterdrückung. Es geht hier nicht darum, dass die Frau keine Rechte hat. Natürlich hat sie Rechte. Natürlich kann sie sagen, hör mal zu, du hast dies und jenes getan, das ist verboten, ittaqillah, kann sie natürlich sagen. Aber es geht jetzt um was? Es geht jetzt um das Behandeln der Wunden. Nicht, dass man noch Öl ins Feuer gießt, sondern Balsam. Und mit wenigen Worten kann man dieses Feuer des Zornes löschen. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei den Männern. Die Männer sollen auch dafür sorgen, dass sie eben versuchen, wenn die Frau zornig geworden ist, dass man nicht sagt, so ist es und das war's, sondern dass man versucht, sie zu trösten mit schönen Worten. Und so war der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.